für später. Ich hol mir noch Frostbeulen. Diese Zeichen und Farben. Banuk, was hat sie aus dem Norden hierher geführt? Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist zuzulassen. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannend. Ich habe meinen Wert in hunderten Jagd. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Jagd. Bleib immer im Training. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Ich würde gerne sehen, wie sie schießt. Die Nora sind berühmt für ihre Bogenschießkünste. Schamane, versuchst du auch, die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger... Sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Mögest du immer herausfordern. Vielleicht sind die Maschinen ja auch froh von ihrer... Erde getrennt zu sein. Gepriesen seien die Gletscher. Die Jagd wird sicher nicht einfacher, nur weil es hier wärmer ist. Die Jagd. Nora Kleidung ist für das Land der Banuk nicht geeignet. Sie würde sich in Ban-Ur. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich.
Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Da, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal... ansehen. Morgen werden wir sehen, was die Schamanen von den Maschinengeistern erfahren haben. Grauhabichte warten. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Eure Scherben! Fersen hinaus! Schickt Wilgut dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben! Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult, als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Eine faire Einschätzung. Warum habt ihr losgelassen? Haufen Holzköpfe. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lasst mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Sie haben es verbockt. Katastrophale Fehlfunktion. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Die Maschinen sind wütend. Der Angriff hat schon begonnen. Bleibt weg von ihnen! Jäger! Verteidigt das Lager. Wieder. Tut, was ihr tun müsst. Nicht im Alleingang. Ja. Greif mich an. Ich hab keine Angst. Thank you.
Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Ja, greif mich an. Ich habe keine Angst. So viel zu Zukunftsfrieden. Es war nur eine Nebenwirkung. Er wird nicht glücklich darüber sein. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, statt Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir... Das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Die Stille.